liebe Leute, und heute habe ich wieder mal ein Video, auf das ich mich schon eine ganze Weile gefreut habe. Das gehört wirklich nicht in den Bereich Vintage, aber es ist trotzdem auch schon stattliche 12 Jahre alt, das Pack, das wir uns heute gemeinsam anschauen. Und ich habe das immer in meiner Reihe hier alte Packs öffnen, anschauen, hineingenommen, weil das für mich eine Serie war, die mir so gut gefallen hat und die mich so begeistert hat, dass ich da nicht Nein sagen konnte. Und im Grunde mit dem Blog, der jetzt kommt, haben wir ja dann auch quasi mehr oder weniger den großen Cut gemacht. Ab danach haben wir nichts mehr uns angeschaut, weil uns das dann quasi alles zu jung wurde. Was wir uns heute anschauen, ist dieses Deck, das mir noch fehlte, aus der Reihe Schattenmoor oder Shadowmoor. Und zwar das Deck Aurenbeherrschung. Ich glaube, auf Englisch heißt es Aura Mastery und das Set heißt Shadowmoor. Ich liebe diese Zeit, ich liebe die Optik, ich liebe die ganzen Mechaniken, den ganzen Flair, der um Lorwyn Shadowmoor herum entstanden ist, Morningtide, Eventide. Das ist eine wahnsinnig schöne Zeit und das heutige Deck, das interessiert mich sehr. Das ist jetzt kein Unboxing, das ist tatsächlich Flohmarktfund. Ich habe letztes Mal erzählt, ich habe einen ganzen Schwung quasi auf eBay Kleinanzeigen gekauft, mehrere solcher gebrauchten Decks auf einen Schlag und arbeitet die jetzt quasi nacheinander mit euch ab. Dieses Deck ist aus dem Jahr 2008 und es ist weiß-blau. Wo sieht man es da oben? Also eine Farbkombination, die mir doch sehr liegt. Das ist eine meiner Lieblingsfarbkombinationen. Das muss ich schon sagen, das gebe ich zu. Und Verzauberung selbst ist eigentlich nicht so mein Ding, aber ich bin sehr gespannt, wie das hier ausgebaut ist. Hier steht, Verzauberungen sind mächtig, auch wenn man sie richtig anwendet. Verstärke deine eigenen Kreaturen, mache denen deines Gegners das Leben schwer und mit einem Fingerschnippen lässt du die Auren nur so wirbeln. Deine Gegner werden dir widerwillig gratulieren müssen, wenn du so ihre Pläne vereitelst. Wir haben im Shadowmoor-Block eine ganze Reihe interessanter Decks auch bereits aufgemacht. Könnt ihr euch in der dazugehörigen Playlist anschauen. Es gibt zu jedem Block eine Playlist. Und hier bin ich mal gespannt, ob in diesem flohmarktseitig erworbenen Pack auch die Playerkarten dabei sind und die Anleitung. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber immerhin gibt schon gleich ein gutes Zeichen. Sie haben die Voll-Sumpfkarte drin gelassen, als die mir die verpackt haben. Denn das ist auch nicht selbstverständlich. Da hat also jemand quasi das Pack aufgemacht und die Voll-Sumpf drin gelassen. Das finde ich schon mal super. Es ist ein Shadowmoor-Sumpf in Voll. Wunderbar. In Pringle-Zustand. Ich weiß gar nicht, ob 2008 auch schon so brutal gepringelt wurde, aber schaut euch das Foiling an. Das ist schon spektakulär. Das kann man nicht anders sagen. Super. Ist sehr vielversprechend. Gucken wir mal. Also da haben wir auch die Anleitung. Prima. Also alles vollständig. Wunderbar, was will man mehr. Und da es nicht oben original verschweißt ist, haben wir es halt auch sehr viel günstiger bekommen als die original verschweißten Packs. Und das kommt dann in Folie und wird gespielt. Die Anleitung schauen wir uns wie immer am Schluss an. Also das habe ich jetzt quasi in letzter Zeit öfter mal so eingeführt, da die Leute, die dann früher aussteigen wollen, weil ihnen die Anleitung zu langweilig sind, direkt zuerst die Karten zu sehen bekommen. Und bei den Karten gibt es, das will ich gleich sagen, eine Menge spektakulärer Dinge zu sehen, denn diese ganze Zeit hat wahnsinnig schöne Optiken hervorgebracht. Und wenn ihr mich fragt, sind auch die Länder aus der Zeit, aus dem Shadowmoor-Block, ganz, ganz toll. Gerade auch, weil die Länder, die eigentlich mit nicht ganz so gruseligem Mana assoziiert sind, trotzdem super gruselig aussehen oder eine gewisse Düsternis haben, wie jetzt zum Beispiel diese Ebene hier. Das ist beileibe kein erfreulicher Anblick, diese Ebene. Und das gilt hier für alle diese Ebenen. Die sind einfach düster und morbide und das ist wunderschön gemacht. Wunderschön gemacht. Eine tolle Zeit, tolle Zeichner, tolle Kunst. Das hat mir gut gefallen. Also diese Ebene hier ist einfach klasse, das kann man nicht anders sagen. Ist total schön. Sehr düster. Kann ich mich sehr mit anfreunden, finde ich wunderschön. Auch die Hintergrundgeschichte zu diesem Lorwyn Shadowmoor-Block ist toll. Im Grunde durchgeht dieser Plane quasi eine komplette Umwandlung in einen bestimmten Zeitrhythmus, wo er zunächst von einem eigentlich immer nur schönen und ewig währenden Sommer quasi in die absolute Düsternis umwechselt, in der dann wirklich auch alles düster ist und auch die Kreaturen sich dann sozusagen verwandeln in was Düstereres. Das könnt ihr alles nachlesen. Ich gucke uns das nachher in der Anleitung nochmal an. Das ist einfach wunderschön erzählt und gedacht. Kann ich nur sagen, ganz, ganz toll. Ich habe mir dazu auch mein Display gesichert. Das habe ich noch gemacht in der Zeit, wo man die bezahlen konnte und bin ganz glücklich, dass ich es oben liegen habe, weil das sowas ist, glaube ich. Das macht Spaß, sowas zu besitzen. Und auch die Inseln hier sind durchaus ein bisschen düsterer hier. Das erinnert mich so ein bisschen an die Totensümpfe bei Herr der Ringe. Erinnert euch an die Gesichter der toten Elben, die unter der Wasseroberfläche hervorschimmerten. Hier sieht man ein Gerippe aus dem Wasser zeigen. Das ist, hier könnte ein Schädel sein. So was Vampirartiges, was da hervorlugt. Also doch durchaus fies. Oder auch hier, das ist gloomy, wie die Engländer sagen. Absolut. Ja, geil. Das erinnert mich so ein bisschen an Monkey Island, den Sumpf, wo die Voodoo-Hexe saß.
man dahin gerudert ist mit der geilen Musik, um sich zu beraten zu lassen. Das ist super schön gemacht. Also auch hier die Inseln, sehr, sehr viel düsterer und sehr viel morbider als das, was man gewöhnt ist. Die ist Weltklasse hier. Die in Foyle, das wäre es gewesen, ne? Ja, und ansonsten sind hier, das war es dann, keine Doppelländer drin, sondern nur der normale Länderbestand. Aber weil die Optik so toll ist, will ich mich darüber heute mal nicht beschweren. Dann haben wir die eigentlichen Spielkarten. Und wir beginnen mit dem Kithkin-Pöbel. Kithkins sind eine ganz beliebte, tolle, ja, toller Tribe aus der Zeit. Ich habe einen Kumpel, der hat auch ein eigenes Kithkin-Deck von damals noch. Das macht einfach Spaß, das zu spielen. Und der Kithkin-Pöbel kostet 4 Mana, Sternchen, Sternchen. Und Stärke und Wachsamkeit sind gleich der Anzahl der bleibenden weißen Karten. Die kontrollierte Zone-Karte gibt es auch noch in Blau. Ich weiß gar nicht, ob die drin sind. Zwar so Fairies sind das, glaube ich. Daraus habe ich mir mal ein komplettes Deck gebastelt. Ich habe euch ein Video dazu gezeigt, wie dieses Deck aussieht. Es funktioniert sensationell gut, mein Fairy-Deck. Hätte ich nicht gedacht, total bündig und total ja, super aufeinander abgestimmt, aber die Fairies, die sind hier nicht drin. Das ist schade. Ich glaube, Feenschwarm heißt das, ne? Das ist gleiche Mechanik, 4 Mana, Sternchen, Sternchen und der Stelle hat das noch Wachsamkeit. Die andere Karte hat fliegend, also diese Karten hier scheinen in jeder Farbe irgendwie zu existieren. Dann haben wir den Sanitäter aus Barentern für 5 Mana 04. Kithkin-Kleriker, der kann den nächsten einen Schadenspunkt, der in diesem Zug einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl zugefügt wurde, verhindern und dann minus 1 Mark auf den Sanitäter legen und ihn enttappen. Dann haben wir die Zwielichtshirtin. Das ist die erste Rare für 6 Mana 5 fliegend Wachsamkeit. Ein Engel, ein überaus schöner Engel. Und wie es halt so ist, ne? In Shadowmoor, der Plane des ewigen Zwielichts, ist auch dieser Engel sehr düster und sehr schön gemacht. Fliegend Wachsamkeit, wenn die Zwielichtshirtin ins Spiel kommt, bringe alle Karten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück, die in diesem Zug aus dem Spiel dorthin gelegt wurden. Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist eine geile Mechanik. Habe ich jetzt ein paar Mal bei einem Kumpel erlebt, der ein altes Commander-Deck gespielt hat in unseren Commander-Runden aus der Zeit im Original und der die Kreaturen mit minus 1 Marken zurück ins Spiel bringt und wenn die dann ins Spiel kommen, ganz oft wieder Effekte auslöst. Also das ist eine hübsche Mechanik von damals, die die Kreaturen ein Stück weit widerständiger und langlebiger macht. Tolle Sache. Dann haben wir den Brustwehrposten, den Kiskin-Soldat in Blau für 3 Mana, ist hier zweimal drin, 2-2 und der erhält plus 0, plus 1, wenn du ihn pumpst. Der eifrige Wächter, der ist dreimal drin für 1 Mana 1, 1 mit Flash aufblitzen. Ja, das ist so typisch blaue Eigenschaft, feine Sache, bin ich eigentlich ein Fan von. Gibt es tolle Sachen. Ich habe ein schönes Civic Flash Deck aus der Zeit, wo das total en vogue war, wo schöne Counters drin sind und so, spiele ich auch sehr, sehr gerne. Jawohl, dann haben wir die Nebelwiesenhexe für 2 Mana 1, 1. Du kannst 4 Mana tappen und die eine Kreatur deiner Wahl aus dem Spiel ganz entfernen und diese Karte am Ende des Zugs unter deine Kontrolle in das Spiel zurückbringen, beziehungsweise unter der Kontrolle des Besitzers. Dann haben wir den Schlafmagier. Das wird darauf hinauslaufen, dass da jemand darauf getappt ist. 2 Mana 2-1, genau da steht es. Wenn der Schlafmagier ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur deiner Wahl tappen. Bist du müde? Du siehst müde aus. Wenn das nur funktionieren würde bei Kindern, ne? Ich könnte so einen Schlafmagier manchmal gebrauchen. Wir haben eben noch bis um 11 Uhr sich hier oben im Zimmer verschanzt und Gameboy gespielt. Da war ich schon eingepennt, als ich nochmal aufgewacht bin, um zu gucken, was los ist. Und ich gehe immer abends nochmal in die Kinderzimmer, um das Licht auszumachen und die zuzudecken und ihnen noch einen guten Nachtkuss zu geben. Da saßen die da und haben mich angegrinst, die kleinen Racker. Ah, aber es sind Ferien, gab es jetzt keinen Ärger. Reinsichtiger Marrow, 2 Mana 2-2, Merfolk-Zauberer, 1 tappen, die Kreatur tappen, schau dir das, das ist Enttappen, das Enttapp-Symbol, also die Kreatur enttappen. Schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Du kannst diese Karte ganz aus dem Spiel entfernen. Das war auch eine Mechanik, die damals eingeführt wurde, dass man Enttapp-Symbole hatte. Kommt heute gar nicht mehr so oft vor, aber damals war das in diesem Set üblich. Dann haben wir die Seidenfesselfee. Die Übersetzungen aus der Zeit sind auch wahnsinnig abgefahren. Ich erinnere mich gerne an die Samenschaukelhexe. Das war auch so ein Ding, da musste ich mich echt zusammenreißen, dass ich mich bei dem Video nicht totlache. Für 3 Mana 1, 3 fliegend. Du kannst die enttappen und damit eine Kreatur deiner Wahl tappen. Und wir haben das Distel-Wollheim Duo. Diese Duos gab es auch in verschiedenen Farbkombinationen, in verschiedenen anderen Themendecks, zum Beispiel im ganzen Shadowmoor-Block für 3 Mana 2-2. Kithkin-Soldat Zauberer, das macht die Karte auch ganz praktisch für verschiedene Tribes. Und immer wenn du einen weißen Zauber spielst, erhältst du das Distel-Wollheim Duo. Plus 1, plus 1 bis zum Ende des Zuges.
Wenn du einen blauen Zauber spielst, hält das Distelwolheim du bis zum Ende des Zugs Flugfähigkeit. Gar nicht so schlecht. Witzig. Und nur eine Kanne. Dann haben wir eine Karte, die ist ziemlich geil. Auch diese Vasallen gab es oft. Ich habe den grün-blauen Vasall in meinem Simic-Deck und im aktuellen Commander-Deck, Commander Legends, ist der gereprintet worden. Der ist spitze, weil der gibt grünen und weißen grünen und blauen Kreaturen +1/+1. Hier beim Vasall von Distelwolheim sind es für 4 Mana 1/3 und Flash die weißen und die blauen Kreaturen, die jeweils +1/+1 bekommen. Das ist eine starke Karte, die kann man sehr gut gebrauchen da drin. Ich kann mir vorstellen, dass die einen Euro wert ist oder so. Werden wir nachschauen, schreiben wir rein. Hübsche Karte, gefällt mir. Dann haben wir den Tarnzauberleger. Diese Vasallen gibt es, wie gesagt, auch eine Art Zyklus. Wichtig zu wissen. Also das sind so Sachen, die da drin sind in diesem Lorwyn Shadowmoor Block. Und dazu muss man sagen auch, dass auch der Kartenwert bei Lorwyn Shadowmoor Morningtide Eventide noch recht hoch ist. Also die sind nicht so ramschig wie die Kamigawa-Karten. Ich habe letztens gesehen, so ein Display von Kamigawa kriegt man auch schon für 230, 40, 50 Euro. Vielleicht ein bisschen mehr. Diese Displays sind teurer. Insbesondere Lorwyn ist sehr teuer. Shadowmoor, Morningtide, Eventide in Deutsch kriegt man noch für faire Preise. Also wenn ihr nochmal zulegen wollt, euch das Lager ein bisschen aufstocken wollt oder ein bisschen Spaß damit haben wollt, das draften wollt, jetzt würde ich sagen, bald geht das Fenster zu, wo man die Dinge für unter 400 Euro bekommt. Ich weiß es nicht genau, wie das nächstes, übernächstes Jahr ist. Ich bin kein Investor. Ich sammle die Sachen nicht, um damit Gewinnsteigerung zu machen. Ich gucke nur, dass ich für faire Preise nochmal was kriege, damit ich irgendwann mal auch damit was spielen kann oder meinen Kindern schenken kann, wenn die groß sind, so zum 18. oder 20. oder was weiß ich, zum Studium oder zum Abi oder zum Führerschein. Keine Ahnung, mal gucken. Ne? Tarnzauberleger, 5 Mana, auf Plätzen fliegen 2/4. Wenn der Tarnzauberleger ins Spiel kommt, lege alle Auren, die eine bleibende Karte in der Wahl verzaubert, an eine bleibende Karte des gleichen Beherrschers an. Das ist witzig. Kann man umlegen. Jetzt haben wir für das Thema Aurenbeherrschung noch gar nichts mit Auren gehabt. Das finde ich interessant. Wir haben jetzt hier einen Haufen Kreaturen gehabt mit allen möglichen Fähigkeiten, die mir auch gut gefallen haben, aber Auren noch nicht viele. Und jetzt kommt so ein Stapel Karten. Da müsste jetzt also eine Menge an Auren drin sein, dass man wirklich sagen kann, dass es ein Aurendeck ist. Aber wir haben jetzt erstmal interessanterweise noch Artefakte. Den Restekorb für 4 Mana 3/2. Der hat bis zum Ende des Zuges für alle Farben. Also das ist wahrscheinlich eine Karte, die würde ich hier gar nicht reinmachen. Braucht man hier nicht unbedingt. Kann man mehr Auren reinmachen. Und wir haben den Flügelhüter Vogelscheuche für 4 Mana. Auch diese Vogelscheuchen waren damals in diesen Sets sehr, sehr neu eingeführt worden und häufig vertreten. Für 4 Mana 2/4. Die hat Wachsamkeit, solange du weiße Kreatur kontrollierst und hat Flugfähigkeit, solange du blaue kontrollierst. Die ist sogar passend in dem Deck. Das kann man sogar nutzen. So, jetzt haben wir immer noch keine Auren. Noch keine Auren. Jetzt kommen, da kommen erst die Auren. Also das müssen wirklich tolle Auren sein, damit das wirklich ein Aura-Deck wird. Der Schneehauch kostet 1 Mana. Kreatur deiner Wahl wird bis zum Ende des Zuges weiß, tappe diese Kreatur, ziehe eine Karte. Die ersetzt sich also quasi selbst. Die Karte, das finde ich nicht schlecht. Das ist okay für einen 1-Mana-Spontanzauber. Kann nicht viel, aber das, was es kann, kann es für einen fairen Preis. Minengrabung für 2. Hexerei, bringe eine Artefakt-Verzauberungskarte aus deiner Wahl aus einem Friedhof auf die Hand des Besitzers zurück. Das finde ich gut. Kann man sicher gebrauchen mit Verschwören. So wie du diesen Zauberspruch spielst, kannst du 2 ungetappte Kreaturen tappen, die du kontrollierst und die mindestens eine Farbe mit dem Zauberspruch gemeinsam haben. Also weiß, wenn du das tust, kopiere den Zauberspruch. Okay, neue Kopien, Ziele bestimmen. So, jetzt sind wir endlich bei den Auren. Der erste Aura, die wir haben, ist Gefängnisstrafe. Für 3. Eine Uncommon-Aura. Die verzauberte Kreatur kann nicht angreifen oder blocken und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht gespielt werden, also quasi ein typischer Pazifismus. Immer wenn eine Kreatur unter der Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, kannst du die Gefängnisstrafe an diese Kreatur anlegen. Ist auch nicht in dem Sinne die Aura, die du erwartest, wenn es darum geht, deine eigene Kreatur stark zu machen. Aber nützlich ist die. Gepanzerter Höhenflug für 4 Kreaturenverzauberung. Die verzauberte Kreatur hat für jede Ebene, die du kontrollierst, +1/+1 und Flugfähigkeit. Das ist eine schöne. Fluch der Ketten für 2. Kreaturenverzauberung. Tappe zum Beginn jedes Versorgungssegments die verzauberte Kreatur. Auch nicht schlecht. Praktisch. Auch nicht eine Aura, wie ich sie erwartet habe. Ich habe eigentlich erwartet, dass hier mehr wirklich kreaturbezogene Auren kommen, die die eigene Kreatur stark machen. Stahl der Gottheit. 3-mal drin für 3. Solange die verzauberte Kreatur weiß ist, bekommt sie +1/+1 und Lebensverknüpfung, solange sie blau ist. +1/+1 und unblockbar. Das ist stark. In diesem Deck sehr stark. 4-mal bitte. Schöne Karte. Eindringlinge zurücktreiben. Oh, das war es jetzt schon mit den Auren. Okay, also da müssen wir gleich nochmal drüber reden.
Eindringlinge zurücktreiben, für 4 Mana Spontanzauber 2 weiße Kifkin-Soldat Kreaturenspielstein ins Spiel bringen für weiß oder neutralisiere einen Kreaturenzauber deiner Wahl, falls blau ausgegeben wurde, um Eindringlinge zurückzutreiben zu spielen. Okay, ah, verstehe. Hübsch. Dann haben wir Gedankengewebe Gambit für 6 Spontanzauber. Tappe alle Kreaturen, die deinen Gegner kontrollieren. Du enttappst alle Kreaturen, die du kontrollierst. Und das haben wir zweimal drin. Alles klar, verstehe. Also, ich bin ein bisschen überrascht. Es ist ganz anders, als ich erwartet habe. Es ist viel weniger aurenlastig als gedacht. Gehen wir es mal durch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Auren. 8 Auren in einem 60-Karten-Deck, das sich Aurenbeherrschung nennt. Tut mir leid. Das ist nicht das, was ich unter einem Aurendeck verstehe. Das sind noch dazu Auren, die nur in ganz wenigen Fällen, nämlich in 3 Fällen, deine eigenen Kreaturen stark machen. Und bei allen anderen, na gut, das stimmt nicht, 3, 4 Fällen. Alle anderen, nämlich 4 weitere Fälle, sind Karten, die gegnerischen Kreaturen tappen oder pazifieren. Ansonsten haben wir hier keine Auren drin. Ansonsten haben wir ein hübsches weiß-blaues Deck mit einer schönen Synergie und ein paar tauglichen Karten, mit denen man was anfangen kann. Aber das überhaupt nicht dem entspricht, was ich heute modernerweise unter einer Aura verstehe. Also moderne Aurendecks, die ich kenne. Ein Kumpel von mir hat ein sehr schönes Deck dazu gebaut. Den sehe ich allerdings im Augenblick sehr selten, denn der arbeitet in der Corona-Station in der großen Klinik und ist vollkommen ausgelastet. Der hat ein Deck, da hast du so viele Auren drin, die unzerstörbar machen, Flugfähigkeit, Unblockbarkeit geben, die Plus-Plus-Effekte geben, die Kreaturentypen boosten und so weiter. Da besteht das fast das komplette Deck. 20, 30, na, 25 Karten, ja doch, 20 Karten, 20, 23 Karten, wenn ich recht im Kopf habe, aus sehr starken, gut gepreisten Auren, die dann auf die passenden Kreaturen aufgepufft werden. Das hätte ich anders erwartet. Das ist meines Erachtens kein Aurenbeherrschungsdeck, so wie man sich das heute vorstellt, aber es ist ein Deck, das sehr, sehr schön so den Geist von Lorwyn atmet. Diese zwei farbigen Karten waren aus der Zeit damals typisch, also Lorwyn Shadowmoor Block. Ne? Die Vogelscheuchen hatte man damals gehabt, diese Feenwesen spielten eine Rolle, diese Vasall gab es, die Duos gab es öfter mal, die Übersetzungen sind ganz hübsch, wenn man das heute so im Nachhinein betrachtet. Die Hexen hatte man, die Kithkins gab es. Das ist so die Zeit, ne? Mit der wir es da zu tun haben, eine wunderschöne Zeit mit wunderschönen Karten, toller Optik und ja, jetzt mal einem Deck, das ich nicht ganz so überzeugend finde, obwohl es eine Farbgebung ist, die ich mag. Auf der anderen Seite, da es Farben sind, mit denen ich mich ganz bisschen mehr auskenne als mit zum Beispiel Rot oder so, kann ich auch vielleicht ein bisschen sicherer darüber urteilen, dass das nicht so meinen Erwartungen entspricht. Aber hübsch ist es trotzdem. Schauen wir uns mal an, was wir für Beipackmaterial gemacht haben. Das ist die Zeit, in der man kein Heftchen mehr hat, keine personalisierten Unterlagen, sondern diese Unterlagen, die für alle Themendecks gleichermaßen identisch gedruckt wurden. Du kannst quasi schauen, welches dieser Decks konkret gemeint ist. Das Aurenbeherrschungsdeck haben wir hier liegen. Das seht ihr ja, da haben wir die Rare der Zwielichtshirtin und der Vasall vom Distelwohlheim. Und hier geht es darum, Auren zu kontrollieren und damit das Spiel. Und das finde ich ein bisschen übertrieben, die Formulierung, ne? Denn das tust du nicht. Du hast nicht besonders viele. Klar, du kontrollierst, das ist Control, wenn du die Gefängnisstrafe, die Flucht der Ketten hast. Das ist super, weil du Kreaturen des Gegners binden kannst. Das stimmt, da haben sie recht. Aber das ist halt sonst zu wenig, um zu sagen, dass es ein mächtiges Aura-Deck wäre. Dann haben wir hier noch Drang des Irdischen. Ich glaube, das habe ich noch nicht aufgemacht. Zu viel des Guten haben wir, glaube ich, schon gesehen. Armee der Unordnung haben wir auch gesehen. Army of Entropy und Umschwung haben wir auch schon gesehen. Dazu gibt es schon Videos. Und sehr, sehr schön ist hier, wie die Hintergrundgeschichte beschrieben ist. Ne? Genau, es ist dunkel geworden. Die große Aurora hat alles in eine andauernde und unheimliche Düsternis gehüllt. Kreaturen, die sonst nur in Gruselgeschichten und Albträumen existieren, durchstreifen die Welt, die jetzt Schattenmoor genannt wird. Auch die Bewohner der Welt haben sich verändert und mit ihnen ihre Erinnerungen. Nur noch wenige können sich an den Namen Lorwyn erinnern. Wunderbar. Boggarts gibt's, tu nicht gut und Strolche, die würden bösartige Wilde werden. Kithkins sind fremdenfeindlich und misstrauisch geworden. Marrow, die in Flüssen lebten, sind jetzt gierige Meuchler und so. Also alles hat sich negativ verändert. Die Elfen sind tyrannisch geworden und so fort. Das ist wunderschön gemacht. Könnt ihr euch mal durchlesen, könnt jetzt Pause machen und gucken. Todesfeen, Fukas,
Vogelscheuchen, wunderbar, keltisch angehaucht. Tolle Bilder, da haben wir Una, Queen of Face. Im Übrigen ist diese Una meines Erachtens, ich glaube, das ist eine schwarz-blaue Figur, jetzt auch vor kurzem gereprintet worden, die war richtig teuer. Und die ist in Commander, nein, nicht in Commander, in den Zendikar-Themendecks neu geprintet worden, in dem Rogue-Deck. Kann ich mir dringend empfehlen, die Karte ist spitze und war mal richtig teuer. Wunderbar, dass es gereprintet wurde. Und hier sehen wir so ein bisschen, was es noch alles gab in der Zeit, nämlich hybride Mana-Symbole haben wir gerade gesehen. Ne? Das war in dem Fall das weiße blaue Symbol, das wir sehen. Verschwören haben wir auch gesehen, habe ich euch vorgelesen. Verdorren haben wir hier nicht gehabt. Da legst du -1/-1 Marken auf gegnerische Kreaturen. Beharrlichkeit haben wir gesehen und das Endtap-Symbol haben wir auch gesehen. Ja, schön. Schöne Zeit. Prima. Hat mir gut gefallen. Ich bin von der Struktur des Decks jetzt nicht so super überwältigt, aber auf der anderen Seite kann man sagen, nimmst du das Ding jetzt, schmeißt ein paar Sachen raus, die du nicht so hot findest, so Vogelscheuche und so Sachen, kann man sicherlich kürzen, 5-6 Karten raus und packst da gute Augen rein, Sleeves drüber und spielen. Wahrscheinlich würde ich das machen. Mal gucken. Jetzt lassen wir es erstmal liegen. Wir haben noch ein paar andere Sachen zu drehen. Weihnachten ist vor der Tür und ich möchte euch noch ein paar Schmankerl zeigen. Der Advent neigt sich seinem Ende zu. Bis dann. Ciao.